Danke, Moritz. Heute möchte ich wieder einen genauen Blick auf SpaceX's Aktivitäten in Boca Chica und darüber hinaus werfen. Elon Musk sorgt wieder mit E-Mails und Tweets für Furore. Und wir schauen uns an, wie sich Peter Beck mit SpaceX anlegt und sich so den Weg in die Herzen vieler Raumfahrtfans erkämpft. Hallo und herzlich willkommen zu einer klassischen Mars-Chroniken-Ausgabe mit Starship und SpaceX-Nachrichten. Mein Name ist Sirwan und ich heiße euch herzlich willkommen auf Senkrechtstarter. Das ist das Elternvertretungsprogramm des Hashtag Team Space der Dachregion. Deswegen fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wir steigen gleich ein mit Elons schockierender E-Mail, die zuerst auf spaceexplore.com veröffentlicht wurde. Dieser E-Mail ging ein anderer Artikel voran, demnach SpaceX sich von zwei Vizepräsidenten getrennt hatte. Der Leiter der Antriebsabteilung und somit der Verantwortliche für die Raptor-Entwicklung, Will Helsley, der seit 2009 bei SpaceX war, wurde entlassen. Laut dem Bericht aufgrund von mangelndem Fortschritt in der Raptor-Entwicklung. Anders gesagt, Elon ging es nicht schnell genug. Deswegen mussten Köpfe rollen. Der neue Abteilungsleiter ist Jacob McKenzie. Kein Druck, er schaut nur die ganze Welt zu. Bei mir kribbelt es im Bauch, wenn ich nur daran denke, wie viel Druck jetzt auf McKenzie lastet. Nicht nur muss er die Entwicklung beschleunigen, sondern unter ihm wird auch der Bau der neuen Raptor-Fabrik in McGregor, Texas stattfinden. Raptor-Fabrik ist nicht richtig. Darauf komme ich gleich wieder zurück. Lee Rosen, der Vizepräsident für operative Missionsstarts, der seit 2013 bei SpaceX war, wurde auch gegangen. Genaueres dazu steht nicht drin, aber die wenigsten Menschen können länger als ein paar Jahre bei SpaceX arbeiten. Arbeitszeiten sind dort kein Thema. Es wird erst nach Hause gegangen, wenn die Arbeit erledigt ist. Da kann man noch so sehr dafür brennen, nach einigen Jahren haben die meisten genug. Aus den Anfangstagen von SpaceX haben es nur eine Handvoll bis zum heutigen Tag geschafft. So hat sich auch der Direktor für Startoperationen Rick Lim verabschiedet. Ich möchte hier dazu sagen, dass diese Menschen wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie ihren Vertrag unterschreiben. Und nein, du musst dir keine Sorgen machen, dass SpaceX das Personal ausgeht. Denn sie können sich nach wie vor das Personal aussuchen. SpaceX und Tesla gehören in den USA zu den beliebtesten Arbeitgebern für Absolventinnen und Absolventen der Top-Universitäten. Das wird sich vermutlich auch nicht allzu bald ändern. Vorausgesetzt, der Bericht ist wahr, woran ich nicht zweifle, dann sieht Elon ein Desaster kommen. Elon bezieht sich auf die Entlassung der Vizepräsidenten und meint, dass er sich den Stand der Raptor-Entwicklung genauer angeschaut hätte und dabei festgestellt, dass es gar nicht so rosig aussieht. Man könne das nicht schönreden. In einem Tweet einige Wochen zuvor verriet uns Elon, dass das Starship Raptor-Triebwerk ein komplett neues Design bekommen wird. Anders wird es nicht möglich sein, das Ziel zu erreichen, Menschen auf den Mars zu bringen und uns somit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Nach diesem neuen Design wird der Raptor auch nicht mehr so heißen. Deswegen nenne ich die geplante Raptor-Fabrik in McGregor vorübergehend die Triebwerksfabrik, bis der Name des neuen Triebwerks bekannt wird. Er fordert alle Hände an Deck, außer es gibt eine dringliche familiäre Angelegenheit. Und hier möchte ich einhaken, denn das gibt uns einen schönen Einblick in Elons Denkweise. In seinem Kopf sind wir als Menschheit extrem verwundbar. Es könnte uns jederzeit ein Asteroid treffen, der aus einem blöden Winkel kommt und nicht entdeckt werden kann. Ein nervöser Präsident könnte den nuklearen Winter auslösen und den Planeten zur Hölle machen. Wenn es um die Familie geht, kann man ein Auge zudrücken, aber jede freie Sekunde muss darin gesteckt werden, die Menschheit zu retten. Versteht mich nicht falsch, es droht uns nichts dergleichen. Aber ich finde auch, dass es besser ist, abgesichert zu sein. Denn obwohl wir Menschen viel Mist bauen, sind wir doch eine wundersame und interessante Spezies mit viel Potenzial. Elon nennt aber auch die rückläufigen Geburtsraten mit als Gefahr für den plötzlichen möglichen Kollaps unserer Zivilisation. Deswegen geht er selbst mit gutem Beispiel voran. Aktuell hat er 6 Kinder. Zuletzt hat sich auch ein berühmter Hamburger Space-YouTuber dieses Problems angenommen. Danke, dass du die Menschheit rettest, Moritz. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf verlieren auch für mich viele Feiertage ihren Stellenwert.
Elon führt weiter aus, dass ein Desaster drohe, sollte SpaceX es nicht schaffen, ausreichend verlässliche Raptor-Triebwerke zu produzieren. Denn er möchte nächstes Jahr eine Starship-Flugfrequenz erreichen, die höher ist als die mancher regionaler Buslinien. Es seien nächstes Jahr 2 Starship Super Heavy Starts pro Monat notwendig, um einen Bankrott abzuwenden. Der Grund dafür ist, dass SpaceX für jeden Booster 33 und für jedes Schiff 6 Triebwerke benötigt. Und das ist ganz schön sportlich. Falcon 9 und Falcon Heavy haben nicht das nötige Volumen und die nötige Masse, um die zweite Version der Starlink-Satelliten zu befördern. 26 Flüge im Jahr ist im Moment aber nicht drin, denn es läuft nicht alles immer nach Elons Nase. Die US-Luftfahrtbehörde FAA evaluiert gerade den Ausbau des Raumfahrthafens in Boca Chica und wie es aussieht, werden sie 3 orbitale Testflüge und 5 operative Starts pro Jahr in Boca Chica bzw. Starbase zulassen. Das ist eine ordentliche Differenz. Doch Freitagmorgen liefert Elon ein weiteres Puzzleteil zu dieser Geschichte über Twitter. Construction of Starship Orbital Launch Pad at the Cape has begun. Auf Deutsch, die Bauarbeiten an der orbitalen Startrampe für Starship haben begonnen. Mit dem Cape meint er Cape Canaveral, genauer gesagt Launch Complex 39A, von dem auch schon die Saturn V und das Space Shuttle abgehoben sind. Im Moment finden dort Falcon 9 und Falcon Heavy Starts statt. Ich frage mich, wo die letzteren dann stattfinden, wenn die Infrastruktur umgebaut wird für Starship. Falcon 9 hebt auch von Vandenberg Space Force Base ab. Aber für einige Missionen müssen sie von der Ostküste starten. Da wird sich vermutlich auch bald etwas tun. Die Anlage am Cape wird der in Starbase sehr ähnlich sehen. Einiges aber wird besser und hochwertiger sein. Felix von What About It zieht gerade in die Gegend und wird uns garantiert mit unglaublichen Nachrichten und Bildern versorgen können. Kommen wir aber zurück. Hier liegt die Lösung. Wenn SpaceX mit ihren 8 genehmigten Starts in Boca Chica die Verlässlichkeit von Starship unter Beweis stellen kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie ihrem Ziel, Starship jede zweite Woche zu starten, Ende 2022 ganz schön nahe kommen könnten. Und ich möchte euch auch ein wenig beruhigen. Ich halte diese E-Mail für einen Management-Trick. Er erschlägt 2 Fliegen mit einer Klatsche. Er findet einerseits heraus, wer wirklich an die SpaceX-Vision glaubt und wer nicht. Und andererseits motiviert er den Teil der Belegschaft, der bereits an die Vision glaubt und erzeugt bei ihnen das gleiche Dringlichkeitsgefühl wie bei ihm selbst und ganz ehrlich gesagt auch bei mir. Am liebsten würde ich heute schon 5 Starts am Tag sehen. Nicht nur weil es cool aussieht, sondern weil es notwendig ist. Jetzt möchte ich noch einen genauen Blick nach Boca Chica werfen. Was sich dort tut, ist unglaublich. Dazu verwende ich immer gerne Bildmaterial von NASA-Spaceflight.com und RGV Aerial Photography. Ohne ihre Arbeit wäre mein Content nicht das, was es ist. Daher geht an dieser Stelle ein riesengroßer Dank an alle, die da draußen sind und für uns diese unglaublichen Bilder einfangen. Aber auch an alle, die Grafiken und Renderings erstellen, um unsere Fantasie anzuregen. Wie immer fangen wir mit der neuesten Grafik von Brandon Lewis auf Twitter veröffentlicht an. Das gibt uns immer einen guten ersten Überblick. Wir sehen, dass der Bau der Prototypen wieder an Tempo zulegt, jetzt wo ein großer Teil der kritischen Infrastruktur fertiggestellt ist. Starship S20 steht nach wie vor auf dem Teststand B und ständig wird an den Prototypen herumgeschraubt. Nie wird er in Ruhe gelassen. Es wurden alle 6 Raptor-Triebwerke bereits gezündet. Am Mittwoch, dem 1. Dezember, waren weitere Tests angesetzt. Aber nach der üblichen stundenlangen Warterei kam statt dem Aufheulen der Triebwerke der D-Tank-Vent. Dieser indiziert immer, dass der Treibstoff abgelassen wird. Ich weiß nicht, ob der Plan war, die Triebwerke zu zünden oder nur die neu installierten Hitzeschutzkacheln zu testen. Vermutlich nicht. Mehr oder weniger parallel zu den S20-Tests fanden auch Drucktests mit dem Testtank B2.1 daneben statt. Hier sehen wir, wie der Testtank dampft und S20 vor lauter Aufregung mit den Steuerflächen wackelt. Hier wird keine Zeit verschwendet. Im Mid-Bay steht S21 und sieht schon ganz gut aus. Es sind jede Menge Elektronik und Leitungen zu sehen. Die Versorgungsverbindung oder auch Quick Disconnect ist hier sehr schön sichtbar. Auch ein Blick in das Innere dieser Sicherungsbox ist uns gegönnt.
Allerdings handelt es sich hier nur um die Tanksektion. Die Ladebucht und die Nasenspitze wurden vor einigen Tagen vor dem Windbrecher verheiratet. Diese beiden Segmente sind bereits mit einem Großteil der nötigen Hitzeschutzkacheln ausgestattet. Besonders interessant finde ich, dass statt dieser Hitzeschutzkachel eine Palette mit Sensoren angebracht wird. Kann aber auch temporär sein. Ich denke, dass es keine 2 Wochen dauert, bis S21 komplett gestapelt ist. Einzelne Ringsegmente und Kuppeln für S22, 23 und 24 wurden in den letzten Wochen auch schon gesichtet. Aber schauen wir mal, was sich bei der Infrastruktur getan hat. Der Start- und Integrationsturm steht seit einigen Wochen. Er hat auch schon seine sogenannten Chopsticks erhalten, mit denen er den Booster im Landeanflug fängt und auf den Starttisch stellt. Auch der Quick Disconnect oder kurz QD, also das Verbindungselement für das Schiff, ist bereits installiert und wurde vor einigen Tagen mit dem Verbindungselement zwischen Starship und dem Arm versehen. Damit wird das Schiff mit Treibstoff und anderen Gasen und Flüssigkeiten versorgt. Der Booster jedoch wird vom Starttisch aus versorgt. Dazu hat Ove von SpaceX 3D Creation Eccentric eine richtig coole Animation veröffentlicht. Der Booster QD sollte weitestgehend fertig sein, denn es tauchte diese Abdeckung vor einigen Tagen auf. Hier sehen wir die unglaubliche Größe dieser Abdeckung. Das sind echte Menschen daneben. Und hier sehen wir, wie das funktionieren könnte. Denn die Infrastruktur muss von den ungezähmten Raptor-Triebwerken geschützt werden. Für mich schaut der Starttisch seit einigen Wochen fertig aus. Aber er ist immer noch von Gerüsten umzingelt und laufend wird geschweißt, gebohrt und geschraubt, was das Zeug hält. Seit einigen Tagen sehen wir immer wieder, dass der Tisch wütend schnaubt. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber ich vermute, dass es eine Vorkehrung ist, um eventuelle Brände im Triebwerksraum zu löschen. Für ein Sound Suppression System ist das noch zu wenig. Ich denke, das ist nur ein eingebauter Feuerlöscher. Daneben wird der aufgeschüttete Wall erweitert. Der wird vermutlich die Flammen eines Super Heavy Starts davon abhalten, die restliche Infrastruktur zu grillen. Der Sinn dieses Erdhaufens ist also nicht zu unterschätzen. Werfen wir einmal einen Blick auf die Tankfarm, die bereits fix und fertig zu sein scheint. Ove hat dazu auch eine Animation. Dank den Berechnungen von NASA Spaceflight haben wir auch genauere Angaben zum Fassungsvermögen der einzelnen Tanks. Insgesamt gibt es 8 Tanks. Einer beinhaltet etwa 4.565 Tonnen Wasser. Ein weiterer ist mit etwa 2.700 Tonnen flüssigem Stickstoff gefüllt. Dann gibt es noch 2 Tanks für flüssiges Methan, die insgesamt 1.420 Tonnen davon fassen können, und 3 Flüssigsauerstofftanks mit einem Gesamtfassungsvermögen von knapp 5.000 Tonnen. Nachdem die Perlitsäcke verschwunden sind, nehme ich an, dass der Raum zwischen den Tanks und der Schale damit gefüllt wurde. Rechts und links davon befinden sich die Wärmetauscher, die den Verbrauch reduzieren. Es wurden auch zusätzliche Tanks angeschafft und platziert. Allgemein wird angenommen, dass sie zusätzliches Methan lagern sollen. Unterirdisch wurden Leitungen zum Starttisch und zum Startturm gelegt. Ich frage mich aber, ob die Tankfarm auch mit der Raffinerie verbunden ist. Im Moment denke ich noch nicht. Denn das wäre mir aufgefallen. Sobald die Raffinerie Erfolge vorzuweisen hat, wird das wahrscheinlich auch Thema werden. Seit einigen Wochen kommen laufend Tanklaster an, die die GSE-Tanks befüllen. Das wird vermutlich auch lange Zeit so bleiben und eher zunehmen, wenn nächstes Jahr laufend Tests und Flüge stattfinden werden. In dieser Ecke wurde der Beton aufgestemmt, um Platz für etwas Neues zu machen. Wer kann sich vorstellen, was hierher kommt? Schreibt es uns in die Kommentare. Dank dieses Postings von RGV habe ich herausgefunden, dass SpaceX dieses Grundstück erworben hat. Es war früher mal ein Schießstand und nun gehört es SpaceX. Es ist schon zu erkennen, dass hier bereits Grund planiert wird, um etwas zu bauen. Aber was? Ich weiß es nicht. Manche vermuten, dass hier eine Anlage für Raptor-Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten hingebaut werden könnte. Was glaubst du? In der Werkstraße wächst der neue große Hochschutz rasant in die Höhe. Aus der Vogelperspektive von RGV sind die Ausmaße dieses Gebäudes schön zu erkennen. Der kleine Bruder daneben hingegen ist seit Monaten in Hochbetrieb, aber erst lange nach seiner Inbetriebnahme wurde er zumindest äußerlich fertiggestellt. Hier oben ist die Verglasung der Aussichtsbar auf dem Hochschutz abgeschlossen worden. Die Bar drinnen ist aber sicher noch nicht fertig.
Elon würde schon tweeten, wenn dem so wäre. Im Hochschutz wurde B5 fertiggestellt und am Wochenende kurz bewegt worden. Booster 4 steht weiterhin auf dem Transportstand auf dem Testgelände und erwartet seine Testkampagne. Alle Triebwerke sind dran, aber das ist nicht alles, was es braucht, um einen 70 Meter hohen Booster zu starten. Seit Wochen laufen die Arbeiten am unteren Ende. Mitarbeiter finalisieren die Anschlussstelle für die Versorgungsverbindung und die COPVs. Letztere werden aktuell mit Abdeckungen versehen, um sie vor den im Flug entstehenden aerodynamischen Kräften zu schützen. COPVs beinhalten Gase, die zum Starten der Triebwerke benötigt werden. Glaubst du, die Versorgungsverbindung wird auch abgedeckt oder bleibt das offen? Bevor wir zu Rocket Labs Angriff auf SpaceX kommen, möchte ich euch noch zeigen, wie ein Spionagerabe von Elon die Mitarbeiter bei der Arbeit beobachtet. Falls das kein Rabe ist, entschuldige ich mich, ich bin kein Ornithologe. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann solltest du unbedingt unter diesem Video auf Abonnieren klicken. Und wenn du hin und wieder ein Alternativprogramm brauchst, dann freue ich mich, wenn du Mars Chroniken auch abonnierst. Ich habe auch schon eine Auswahl von 80 Videos zu den verschiedensten Bereichen der Raumfahrt. Das bislang beliebteste ist das Zeitalter der Raumstationen. In einem brandneuen Video präsentiert uns Peter Beck, der CEO und Gründer von Rocket Lab, ihre neue Rakete Neutron. Dazu kommt noch eine eigene Mars-Chroniken-Ausgabe. Daher möchte ich gar nicht auf die Rakete selbst eingehen, sondern nur auf einen kleinen Teil der Präsentation. Peter spricht über die Materialien, die bei Neutron zum Einsatz kommen. Dazu müsst ihr wissen, dass SpaceX für den Bau ihres Starships auf Edelstahl setzt. Peter Beck zerlegt SpaceX und alle, die in ihrem Vorbild Raketen mit Edelstahl bauen wollen, wortwörtlich mit dieser Demonstration. Ohne Druck, wie es scheint, ist Edelstahl nicht so leistungsfähig wie Kohlenstofffasern. Neutron wird nämlich aus diesen bestehen. SpaceX hatte Kohlenstofffasern in den frühen Starship-Tagen den Rücken gekehrt, da das Prototyping damit extrem teuer ist. Rocket Lab hat dieses Problem gelöst, indem sie einfach einen 3D-Drucker entwickelt haben, der 100-mal so schnell wie herkömmliche Herstellungsmethoden ist. Damit lässt sich eine Rakete natürlich wesentlich günstiger bauen. Hier wird sich noch rechtzeitig zeigen, wer auf das richtige Pferd gesetzt hat. Jedenfalls bin ich sehr froh darüber, dass Rocket Lab jetzt SpaceX ernsthafte Konkurrenz machen möchte, denn mit diesem Seitenhieb greift Peter Beck nicht nur eine Entscheidung für Stahl an, sondern auch den Falcon 9 Marktanteil, der in den letzten Jahren rasant gewachsen ist. Genau das braucht SpaceX. Ernstzunehmende Konkurrenz. Nichts belebt das Geschäft wie ein fähiger Mitbewerb. Also go Rocket Lab. Ich bin nicht gegen SpaceX, aber wenn sie alleine dahin treiben, dann tritt über kurz oder lang ein Naturgesetz namens Entropie ein und sie lassen nach. So können sich diese beiden coolen Unternehmen gegenseitig zu großartigen Dingen anregen. Das gleiche gilt natürlich für alle Branchen, auch für YouTuber. Daher möchte ich mich bei dir, Moritz, für deine tolle Arbeit bedanken. Deine Arbeit macht mich zu einem besseren YouTuber und ich denke, umgekehrt ist das auch so. An dieser Stelle möchte ich dir, lieber Moritz, meine Glückwünsche zu eurem Glück ausrichten. Es gibt vermutlich nichts Schöneres, als deinen eigenen Fratz in der Hand zu halten. Herzliche Glückwünsche und danke dir für die Gelegenheit, meinen Content auf Senkrechtstarter zu präsentieren. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit und Freude zusammen. So, meine Lieben. Damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.